So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch, am Donnerstag, leider wieder. Ich nehme das zwar am Mittwoch auf, deswegen ist bei mir heute Abend auch die Raid Mania mit Rigis Deal, wo ich Bonbon sammeln möchte für mein 100er und es ist ein neuer Monat, das heißt die Raid Mania Liste ist gelöscht und ihr könnt wieder Raid Mania Punkte sammeln. Da freue ich mich immer am meisten drauf, am Mittwoch und abends immer Raw. Aber das war ja gestern, auch wenn es bei mir heute Abend erst ist, haben wir ja gestern dann den Community Raid von Rigi Steel hochgeladen. Das hier dann also Raid am Mittwoch, am Donnerstag und für Freitag habe ich auch schon Krypto Rigi Steel gefangen. Wir haben heute aber wieder bei euch die Highlights der Woche zusammengefasst. Und am Ende gibt es natürlich auch wieder den Schocker der Woche. Und Sonntag ist noch der FM Community Day, passt mir eigentlich gar nicht. Ich hätte das lieber Samstag gehabt, das bringt alles komplett durcheinander, aber wir werden es schon irgendwie schaukeln und jetzt Videostart kommt. Angefangen hat die Woche hier beim Dolepi, der zeigt uns hier eine Mischung aus Raupi und Mashhawk, so wie das ausschaut. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, vor allem wegen einfach dem Kamm auf dem Kopf, die Frisur sitzt, das passt auf jeden Fall. Das Grün passt auch, perfekte Kombination. Skandalpaare hat ein 100% Kaporiki bekommen und es werden so viele 100er Kaporiki heute hier kommen. Ich habe natürlich keins bekommen. Ist was ich mir nach Regi Eis dann versuchen würde zu tauschen. Als nächstes also Kaporiki, sobald das Regi Eis da ist. Zelda auch 100% Kaporiki bekommen. Heute 200% und ein neues Shiny. Da ist noch das zweite 100er, was sie bekommen hat. Und hier das Shiny, nämlich Shiny Felilu. Hannes, was für ein Hannes auch immer, auch 100% Kaboriki aus Erfurt hier, hat das in Instagram geschickt. Und plötzlich kann man bei Instagram, wenn man das Bild upscreen will, wird das so ganz angezeigt mit dem Namen drüber. Also Instagram macht mit, sodass ihr jetzt auch über Instagram Bilder einschicken könnt. Danke Instagram, dass ihr das Format hier tatkräftig unterstützt. Sören, netter Gartenkäfer, 100er Toxipet mitgenommen. Dolepi, Glücksfreund, hat mir dann ein Shiny Kaboriki Lucky getradet. Ich versuche immer bei den Legendären den Lucky-Eintrag über das Shiny zu machen. Braucht das jetzt bei allen Kapus. Danke an Dolepi dafür, dass er mir das einfach abgegeben hat. Ich wollte ihm auch ein Shiny davon geben, dass ihm keins fehlt, aber er wollte was anderes. Also hat er mir einfach das gegeben. Wunderbar. Dann Einladung hier, C-Day-Ticket. Mir wurde wieder mal das C-Day-Ticket gesponsert. Wieder mal vom Tobi. Statt Raid-Mania-Punkte müsste ich C-Day-Ticket-Punkte einführen mittlerweile. Immer wer es schafft, mir das C-Day-Ticket zu sponsern, der kriegt einen Punkt. Und am Ende des Jahres sieht man, wer die meisten Punkte hat. Und dem tue ich dann das Geld zurücküberweisen, was der da für mich ausgegeben hat. Nee, das macht ja gar keinen Sinn, also lassen wir das lieber. Bierschanger für Raid am Mittwoch, finde den Fehler, 279 WP, keine Ahnung, wie das zustande kommt. Patsch, Glücksfreund, Pizzabode Zeus, hier noch was für Mittwoch, hoffe, dass das Video noch nicht fertig ist. Nein, das nehme ich nämlich jetzt am Mittwoch um 15 Uhr erst auf, weil ich es ja für Donnerstag mache, ansonsten hätte ich es um 12 Uhr aufgenommen, damit es am Mittwoch noch rauskommt. NS Niklas, der mich die Tage als Hannes hier war, die ganze Zeit geärgert hat, absichtlich, und hat das nicht mitgekriegt, weil es unabsichtlich war. Seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet. Niklas, Grüße gehen raus. Da brütet man das letzte 7 Kilometer Ei vom Event aus und dann bekommt man noch was Schönes und ich glaube, das ist mein erstes 100er Baby mit Kostüm, wenn ich mich gerade nicht irre. Also, wie lange ist das her? Von welchem... Das vom Neujahrs-Event noch ein 7-Kilometer-Ei. Damit ist auch diese Shiny-Familie komplett. Shiny Schneck mag meine Community-Day ausbeuten. Die anderen Shinies habe ich weggelassen. 400%ige Shiny Despoda. Müsste das jetzt Schocker der Woche sein? Ich kenne ja unseren Niklas. Wenn der nämlich immer hier ist, um mich zu nerven, dann heißt das ja, der kann überall sein und dann ist das... Für mich jetzt nicht, ist schön für seine Sammlung, aber für mich jetzt nicht so krass, weil ist ja eh erhöhte Rate, ne? Kannst ja erhöht natürlich dann die Shinies direkt und die 100er und alles, also ja. Und darüber habe ich mich richtig gefreut, denn ich habe noch kein anderes aus dieser Familie in Shiny. Shiny Capoeira hier noch mitgenommen, auch in 100%. Henry aus dem Ei bekommen, ein
ein Sachsen-Toggepi, da würde sich 123-Kid bestimmt auch freuen als 100er. Timo wieder mal am Bier saufen, hat die Raid Mania im Hintergrund laufen. Grüße gehen raus an den Timo. Lukas hier mit einem Shiny Slimer, Shiny Dusselgur in der Spotlight Stunde 2, Shiny Ele Zeber, noch ein Shiny Fritzel, Bits, Luigi Sarada, natürlich aus Hildburghausen, ein Shiny Kaburiki, plus auf dem kleinen Account 100er Klingplim, ausgebrütet, Pogehander, für Raid am Mittwoch, viel war es diese Woche nicht, Shiny Krypto Macholo und Shiny Kaburiki, was trotzdem immer noch verdammt gut aussah und die anderen werden auch gut aussehen. Koselinchen, das hatte ich auch noch nicht, sinnigerweise 2 Stunden vor der Rampenlichtstunde gefangen. Also Shiny Elezeba vor der Rampenlichtstunde, 16 Uhr statt 18 Uhr. Dann ein Shiny Kramurks mitgenommen mit Fangkarte. Kontinental, glaube ich, ist richtig. 100% Purmel aus der Kontinentalregion. Habe ich ja auch die Woche 1 bekommen bei Max Out Monday, dann hochgezogen auf 50. Hat mich gefreut, weil das eben was Besonderes ist, wie auch Farbigel zum Beispiel. Dann Sarina hier auch, 100% Kaburiki. Also das hat gefühlt wirklich jeder bekommen. Shiny Iguana, Shiny Tane und 100% Fifien und Magnetilo. Das Fifien ist aus Thema, sehr schön. Ich hoffe, du warst beim Alibaba und hast dir eine Calzone geholt. Levels of Pain, Net Ghost, ein Schlag, okay. Geburt, oh, ein Tritt in die Eier, es nimmt schon zu, aber dann ein Gallervogel flieht. Komplette Vernichtung, also das seltste nicht aus. Danke fürs Einladen, bedankt sich hier auch noch, wurde auch zu einem Raid nach Hibo eingeladen, da auch ein Shiny für ihn. Andy Forback, Shiny Iguana, Pizzabode Zeus, nochmal meine Pokémon für Raider Mittwoch, Shiny Arbok und Shiny Magnetilo, wo die Bilder irgendwie ziemlich düster aussehen. Robert, ein 100er, aus dem Tausch heraus ein Kecleon bekommen, Dumasheim, getauscht von, durch Tausch erhalten von Robert 100er. Von welchem, mit welchem Account hast du das denn dann eingereicht? Und geplust ein Reinstetten Iguana Shiny. Markus, das vierte 100er Voldoball. Oder Elektroball. Voldoball. Nochmal Markus, Shiny Togepi ist wieder was für das 123-Kit. Shiny Punida, Ice Scorpions, das bei Raids für Zuschauer. Getauschte Magma. Jetzt noch XLs sammeln. 100% Glücks-Magma, also ein Lundo. Lucky Hundo, Lundo, passt. Ice Scorpions nochmal. Yes, da habe ich das erste 100er. 1 von 18 für den Konfetti-Effekt. Pokémon antippen und so schnell wie möglich bewerten und upscreen. Habt ihr schon mal auf ein Vivior draufgedrückt, wie das dann mit den Flügeln so macht und überall die Schuppen rumfliegen? Das müsst ihr mal machen, das sieht richtig toll aus. Sören, Nummer 2. Sören, Nummer 1. Was kommt danach? Sören, 0? Ne, danach kommt Patrick Kader. Auch hier Iguana als Lucky bekommen. 2 Shinies bekommen. Familie also auch voll. Daniel Love mit Kaburiki plus einem 0 und nix. Nennen wir einfach so, lassen wir so stehen. Ah, die kriecht im Karton rum. Genaya hier, Shiny Ponita, Arctip Shiny, Kaburiki Shiny. Das zweite mit Wetterbrust ist auf jeden Fall wichtig. Ziel erreicht. Die hat aber auch ein Mail vom Andy Project. Grüße gehen raus. 100% Kaburiki durch den Tausch erhalten und natürlich gleich gemaxt auf 3,5. Da muss ich noch ran, aber erstmal Regi Eis fertig machen. Dann haben wir hier ein erlöstes Dicta, ein Shiny Iguana, ein Shiny Ilezar. Oh mein Gott, sieht das komisch aus. Dann nochmal Shinaya mit Fritzel Blitz Shiny, 100er Ilezeber. Kaiser Kai nach 15 Raids Shiny ist ein guter Durchschnitt. Ja, obwohl die meisten sind ja so verwöhnt, die kriegen das immer direkt im ersten. Aber trotzdem 15 Raids bis zum Shiny. Wie viele Raids habt ihr gemacht, bis ihr euer erstes Shiny Kaburiki bekommen habt? Wisst ihr das noch? Schreibt's mal rein. Marco FedEx, Shiny Kusilla, Marco FedEx, 100er Kaburiki. Also wirklich jeder Alexander Ahringer, endlich Shiny Kaburiki und Schilling gefunden. Habe ich schon lange nicht mehr mit reingenommen, jetzt habe ich es mal wieder mit rein, der stockt den ja immer. Reike hier, Krypto Shiny Zobiris und Shiny Haspiror. McMaggie, da ist das Ding. Auch Shiny Kaburiki. Selal. Marc, schau bitte weg, guck gar nicht hin, das triggert dich sonst wieder.
Shiny Bonita, erlöstes Makuhita, erlöstes Tarnpignon, Shiny Snubbull, sieht lustiger aus, hatte aber seinen Forschungstag, Caradonis, Shiny Dusselgur 100. Das lassen wir mal so stehen. Dedenne, Shiny, Lezeva Shiny, Pfiffchen Shiny, das fand ich lustig, das musste ich mit reinnehmen. Hier unten darf man eigentlich nicht filmen. Und das Galileo-Team, was, da müssen wir direkt hin und alles abfilmen. Das fand ich lustig, das ist mein Humor, denn das gibt's ja schon irgendwie mit so vielen Sachen. Wie, hier unten gibt's seltene Pokémon, kriech da rein. Hey, hier unten gibt's Pfeffi, kriech da rein. Hier unten gibt es alkoholfreies Bier, haben sie einen Schacht zugemacht, zubetoniert. Und jetzt, hier darf man gar nicht filmen und dann kommt das Galileo-Team, ausgerechnet das Galileo-Team. Und ja, Fritzelblitzschein immer noch, Selal, erlöstes Kickli, 100er, Plusle, 100er, Magnetilo, 100er, Shiny, Magnetilos, Shiny Smogon. Uiuiui. Adi Schatz. Bronzel, Shiny, Rettern, Shiny, Magnetilo, Shiny, Slimer, Shiny, Annika Vogt, getauschtes 100er Elezeber, Glücks, Thomas Speck, das musste abgeben an iScorpions, dann hat er schon 200er Muster in seiner Sammlung, sieht gut aus, Innovation aus Weil am Kaiserstuhl, also Wühl, und die Despoter-Armee ist am Start, 6 Stück, 600%ige, 2 Erlöste, 4 normale, nichts was stinkt mit Krypto drum. Benjamin aus einem Mega Raid einen Shiny bekommen mit relativ guten Werten. 14, 14, 14. Heiko auch 100% Kaburiki. Heiko sowieso in letzter Zeit, in den letzten 10 Tagen, 100er Kaburiki, 100er Rigi Eis, 100er Zekrom. Welches gefällt euch davon am besten? Schreibt es mal in die Kommentare. Das Bild verstehe ich nicht. Ist ein Anzeigefehler oder was? Übertrank, Beleber, Torbeleber, Glücksei, Rauch und überall ist es ein Modul zu sehen. Ein Moknul, ein Molung. Dann Elke, Schluppuck hat Hunger und isst einfach das kleine Bidiza auf. Keks Yoshi hat mir auch Bilder gesendet, wo der Fangort weg ist. Hier haben wir Azumarill da und Viscogon 100. Dann haben wir noch was, was ich nicht lesen kann. Ist ein Starter, steht dabei. Lenzhardt, Kaburigi Duo mit Genaya. 12 Sekunden Restzeit. Das ist auf jeden Fall cool. Den habe ich nicht probiert. Ich probiere sowieso nichts. Ich probiere mit meinen Freunden zusammen zu raiden und möglichst 10 von euch mitzunehmen, anstatt mir Challenges zu setzen, wo ich möglichst cool dann... Brauche ich nicht. So. Tauschen hat sich gelohnt. Drittes 100% Lavita. 2 mit Gestein. 1 mit Unlicht. Glückwunsch dazu auch hier. Noch ein erlöstes Dick dahinterher. 100%. Dann Elezeba als Shiny. Henry, gerade getroffen, Shiny Iguana in der Schneelandschaft, Cumulus mit einem Shiny Toxipet, Cumulus, Shiny Elzeba, Master Gossi durch Random Tausch bekommen, 100% Glücks, Kindwurm, Bruder Lambda auf jeden Fall auch richtig geniales. Was ist denn hier jetzt los? Pokémon, ist mir in der Wildnis über den Weg gelaufen, Shiny Iguana, dann noch ein Shiny Kaburiki hinterher, ein Shiny Perlu, hat auch seinen Forschungstag gehabt, ist eigentlich uninteressant, aber wir haben es schon so lange nicht mehr gesehen, habe ich jetzt einfach mal drin gelassen, zuerst gar nicht bemerkt, dass es ein Shiny ist, Shiny Taubsi, da gibt es ja nächste Woche wohl, glaube ich, auch die Rampenlichtstunde dazu noch, dann Geitsch, geschafft nach knapp 3 Jahren, endlich mein erstes Shiny Pikachu, Glückwunsch dazu, das ist Schocker der Woche, nach 3 Jahren. Dann noch Baloo, auch 400%ige Lavita bzw. Despotar durch den Tausch erhalten. Die sind alle getauscht, ja? Ja, ich meine, bei den Glücklichen weiß man es ja eh, weil der untere ist, glaube ich, auch getauscht, müsste so passen. Dann mysteriöser Instagram-Hannes, auch Shiny Kaburiki, Feuerwehrfra, 100%. Purmel, Glückwunsch an alle, die... Ach so, wir sind noch gar nicht fertig. Glückwunsch an alle, die ein 100er Purmel haben. Ab jetzt seid ihr im Club und ich bin auch mit dabei. So, Maximilian Orr, Hallöchen, hier eine Einsendung für Raider Mittwoch, mein drittes Iguana, erste Feldforschung, war direkt das 100%ige Trainer MVX, heiße ich bei Pokémon Go. Habt ihr den schon mal gehört? Schreibt es mal in die Kommentare. Das waren die Highlights der Woche und ich merke schon, ich werde immer müder, immer schlapper, mein Rücken tut so weh, der Tag heute war nicht gut, hätte ich es lieber morgen aufgenommen. Jetzt aber noch... Ah, der, was, das waren die Highlights der Woche, genau. Jetzt noch der Schocker der Woche.
Und der Schoko der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, Bisa Fan TV, also Dani der Dicke, Dani Glaub, Dani Review, Bisa Fan TV, Bisa Floor, heute durch Tausch bekommen, vielleicht was für Raider Mittwoch, 100% Shiny Glücks Terrakium. Sieht auf jeden Fall sehr farbenfroh aus, wie ein Zirkuszelt. Wir haben viele 100%ige Legendäre gehabt. Wir haben viele Glücks-100er gehabt. Wir haben Shiny-Legendäre gehabt. Aber das vereint alles. In anderen Folgen wäre das nicht Schocker der Woche, weil wir noch krassere Sachen haben. Aber hier war es heute das Highlight, was diese Woche eingereicht wurde. Und ist auch noch ein nützliches Pokémon. Ein cooles Pokémon. Ein Pokémon, was mir sehr gut gefällt. Und das erste Mal, glaube ich, dass Bisa Fan TV hier Schocker der Woche ist. Glückwunsch dazu. Bei uns, wenn Donnerstag ist, sehen wir uns wahrscheinlich 18 Uhr bei Raids für Zuschauer mit Regi Steel. Wer da noch Hilfe braucht, Shiny braucht, Bonbons braucht, einfach ein bisschen raiden möchte, ein bisschen labern möchte. Dadurch, dass ja am Wochenende Sonntag der Seed Day ist, gibt es da keine Raids für Zuschauer. Deswegen machen wir die am Donnerstag 18 bis 23 Uhr und ihr könnt auch für Mega Raids vorbeikommen. Ich sag's nochmal, wer da noch einen Mega Gengar braucht, kommt halt auch mit rein, könnt ihr da vielleicht auch noch rein mitmachen. So. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.